Bewegung. Vorwärtsstrebende Bewegung. Ist seit den Uranfängen der Erde das Sinnbild jeglichen Lebens. Sie offenbart sich im Streben des Menschen nach Gemeinschaft und Fortschritt. Hier verkörpert in der modernen Großstadt, deren pulsierender Verkehr vom Motor beherrscht wird. Durch Zeichen, Winkel, Lichter gelenkt, zentimeternah aufgerückt, sprungbereit, ungeduldig und doch voller Einsicht in die gebotene Ordnung. Vertraut dabei einer Kraft, die dem Griff der Hand, dem Druck und der Beugung des Fußes unverzüglich gehorcht. Wer gab uns dies blinde Vertrauen? Ein Name? Eine Bürgschaft? Oder nur die Gewohnheit? Ist es ein blindes Vertrauen? Nein. Es ist in Wahrheit wohl begründet. Denn wir alle, die mit leichter Hand ein Lenkrad bewegen, verlassen uns nicht nur auf Materie und Technik, sondern vor allem auf Menschen. Namenlose Menschen, jene nämlich, die dies alles zusammenfügten. Aus Dämmerung und Nacht wird ein neuer Morgen. Und hier sind sie, jene Unbekannten, die in aller Frühe zur Arbeit fahren. Wie gestern, wie morgen und übermorgen. Manche fahren eine Stunde und mehr. Sie wissen, dass sie richtig ankommen werden. Der Zauberstab berührt das Werk und 20.000 Hände rühren sich.
soll das Ergebnis sein? Ein Automobil, jedem Gelände gewachsen. Starke Bodenpanzer, der das Auto gegen Steinschlag, Schmutz und Wasser schützt. Riesiges Kraftwerk für eine einzige Fabrik. Nebenbei noch für eine Stadt und ihre weite Umgebung. Aber vor allem für dieses Werk. Mit seinen gewaltigen Hallen. Jede viel dichte Puls strömt den Essen- und Härteöfen zu. Den Lichtbogen und Schweißelektroden. Motoren, Laufkatzen, Lampen und Prüfständen. Aus Rohstoff Kohle wird Licht, Wärme, Kraft. Und wir begegnen dieser Energie, wo glühende Metallgarben durch das Halbdunkel der Härterei wandern, im Salzbad gehärtet und im Ölbad abgeschreckt werden. Nirgendwo aber wird Energie so stürmisch verlangt wie dort, wo sie in Glut verwandelt, die Schmelzöfen zum Guss der Metalle befeuert. Zylinder wurden gegossen und der Guss geprüft. Ein Ausschnitt 500-fach vergrößert. Die feine Verteilung des Graphits erhöht die Lebensdauer des Zylinders. Guter Guss im Gegensatz zu einem schlechten Gefüge. Die Zylinder wandern in die mechanischen Werkstätten, wo ganze Straßenzüge aus singenden Maschinen und fließenden Teilen sich nach undurchsichtigen Gesetzen zu einem gewaltigen Organismus verbünden.
Kurbelwelle, Herzstück des Motors, das Explosionskraft in Drehungen verwandelt, Tausende in der Minute. Zunächst als Rohling und nun gedreht und geschliffen. Sie wird bei der Fertigung wahren Höllenqualen ausgesetzt, um widerstandsfähig zu sein gegenüber den späteren Belastungsproben im automobilistischen Alltag. Jetzt ist der Prüfling gedrillt zum dreifachen Examen. Ist die Welle denn rund und gerade? Stimmen die Längen? Ist der Querschnitt genau? Lauter Doktorfragen, denn es geht auch hier um Tausendstel von Millimetern. Wie flink ist dein Motor zusammengesetzt? Und wie viele überlegte Handgriffe erfordert dies doch? Prüfstand sind ganz Ohr. Sie lauschen und prüfen. Konzertmeister der Technik. Jeder Motor hat seine Musik, seine Klangfarbe, seine Stimme. Hier tönt die Stimme gut und rein. Jubelt auch er. Im Vollgenuss seiner Touren, wie jeder, den man auf die Straße der Bewährung entlässt. Thank you.
ein wahrer Wettlauf der Wagen. Es ist, als ob zwei Prinzipien um den Gipfel kämpften. Das eine offenbart sich so. Das andere, Luft. Wirbelnde Luft wird vom Gebläse angesogen und über die Rippen der Zylinder gefegt. Je mehr man den Motor beansprucht, desto weiter öffnet sich der drosselnde Ring. Desto stürmischer jagt kühlende Luft durch alle sich erhitzenden Teile. Bei jedem Klima, in allen Zonen der Erde. Selbst in der Wüste, wo das Wasser wertvoll ist wie Gold, bleibt dieser Wagen gegenüber dem kühlenden Nass verschlossen. Er lebt auch hier von der Luft. Und den seltenen Trunk reserviert sich der durstige Mensch. Endlich hat ein Motor sich frei gemacht von den klimatischen Gegensätzen der Erde. Denn er soll ja stets startbereit sein, darf niemals heiß laufen oder festgefroren am Wege liegen. Die Fesseln des Wassers, das verdampft und gefriert, hat er gesprengt. Ist nun unabhängiger und anpassungsfähiger als wir selber. Ein Wagen für die ganze Welt bestimmt. Er läuft über die Hochpässe der Anden, unter der Sonne Ägyptens, zu den Urwäldern Javas, zwischen den Hochhäusern der neuen Welt, an den Gestaden des stillen Ozeans. So sind Werk und Wagen in die Welt hinausgewachsen. Überall anzutreffen, allgegenwärtig, mit ihren Vorposten, dem weltweiten und engmaschigen Netz der Servicestationen. Wo immer man Rat verlangt, wo Hilfe erforderlich ist, sind kundige Hände, die von Wolfsburg geschult wurden. Im westlichen Europa fehlt kein Land, dessen Straßen von diesem Wagen nicht gewonnen wären. Und sein Geburtsland ist, den Sternen der Milchstraße gleich, übersät mit einer Verkaufs- und Serviceorganisation, deren wirtschaftliche und technische Impulse samt und sonders von Wolfsburg ausstrahlen. Das zentrale Ersatzteillager deckt den Bedarf der ganzen Welt. Nahezu 5000 Teile des Autos müssen ersetzt werden können. Und jedes ist zur Stelle, so oft und so viel es auch verlangt werden mag. Moderne Spezialbehälter haben für Transport und Lagerung die früheren Kisten und Regale verdrängt. Nicht nur Schrauben, Zahnräder oder Bremstrommeln. Selbst ganze Karossen stehen als Ersatzteil bereit. Und hier kommen, gut geschützt in ihrem Transportbehälter, Vorderachsen an, die soeben erst fertig wurden. Vor wenigen Minuten noch entstanden sie an diesem Montageband.
Schichtwechsel. Dreimal am Tag dröhnt die Brücke von ungezählten Schritten. Langsam und gemessen oder eilig und drängend. Vom festen Gang der Männer und den leichten Sohlen der Frauen und Mädchen. Die einen kommen, die anderen gehen. Wer die Schicht hinter sich hat, dem öffnet sich drüben auf der anderen Seite das Leben in seiner ganzen bunten Vielfalt. Die Kinder sind da. Die Frauen. Finger aus der Nase. Die Mütter. Am ledigen Heim lässt man die Braut vor der Tür. Tja, so haben viele angefangen, als die meisten Häuser hier nicht mehr waren als mutige Striche auf einem Bogen Papier. Auch schon ganz gut gefedert, der alte Kinderwagen. Aber der gewichtige Herr mit seiner Familie wiegt mehr und will bequemer und schneller fahren. Den Federn wird zugemutet, die Last zu tragen. Die Stöße und Unebenheiten der Straße weich und sanft zu verschlucken. Professor Porsche hat das Problem der geschmeidigen Federung so gelöst. An der Vorderachse sind zwei Blattfederbündel, die sich bei der Belastung verdrehen. Hinten das gleiche Prinzip. Doch dient hier als Feder ein massiver Stab. Und so verdreht er sich. Nun, das war ein schön bemalter Modellstab. Hier ist der echte. Und so prüft man ihn. Die Federstäbe werden magnetisch gemacht und mit Öl übergossen, dem feiner Eisenstaub beigemischt ist. Wir erinnern uns an die Physikstunde. Eisenstaub ordnet sich im elektrischen Kraftfeld. Und wo die Fläche, die er bedeckt, etwa gerissen sein sollte, häuft er sich in dunklen Strichen.
eindeutiger Fehler im Material. Überall wacht die Inspektion. Jegliches Material und vor allem die hochbeanspruchten Teile zu kontrollieren hat, mit strengstem Maßstab. Im Interesse aller, die sich dem Auto anvertrauen. Hier handelt es sich um Zahnräder. Sie werden im laufenden Getriebe und am Tellerrad ungemein stark beansprucht. Jeder einzelne Zahn wird besonders gründlich auf Maße und Härtegrad seiner Flanken geprüft. Denn daraus ergibt sich erst die Laufruhe der verzahnten Räder. Schauen Sie, wie die Kräfte in Zug und Schub an jedem Zahn in immer wiederkehrender Folge wechseln. Damit sind wir bereits bei der Vorbereitung dessen, was man Getriebe nennt. Es begegnet uns ein seltsames Paar. Tellerrad und Triebling. Sie haben einen langen Weg gleichartiger Bearbeitung und eine Art Ehetauglichkeitsprüfung hinter sich, bevor sie sich ein Autoleben lang miteinander verbinden. Während beim fahrenden Wagen die einzelnen Gangräder einander ablösen, ruhen Triebling und Tellerrad nicht eine Sekunde. Sie müssen bis zur letzten Genauigkeit aufeinander abgestimmt sein. Am Ende sind Triebling und Tellerrad ein beneidenswert harmonisches Paar. Sie baden sogar zusammen. Um unseren Triebling herum sammeln sich die Zahn- und Synchronräder. Erster Gang, zweiter, dritter, vierter Gang. Um das Tellerrad ist inzwischen das Ausgleichsgetriebe gewachsen. Hier zieht unser Paar ins gemeinsame Heim. Kernstücke eines modernen Synchrongetriebes, das sich spielend schalten lässt. Wollen Sie es bitte versuchen? Und vielleicht auch Sie, gnädige Frau. Nun auch während der Fahrt. Haben Sie immer eine so geschickte Hand? Auch im Getriebe des Lebens? Warten Sie, der Zug ist gleich vorbei. Dann will ich Ihnen mal zeigen, wie der Wagen zieht.
Zweifel am Tachometer? Dann bitte, kontrollieren Sie nach der Uhr. Auf den Straßen vor Wolfsburg empfiehlt es sich, das Tempo zu mildern. Es bewegt sich da mancher klotzige Geselle. Idyll im Grünen. Ein Werk im Kornfeld. Von der Ruhr kommen Bleche. Blech ist nicht Blech. Man soll sich nichts vormachen lassen. Denn eine Karosserie hat eine Menge auszuhalten. Ein runder Ausschnitt, so groß wie ein 5-Mark-Stück, verrät seine Struktur. Ein Dorn drückt sich hinein. Tiefer. Tiefer. Noch tiefer. Bis zur Zerreißprobe. Kleiner Ausschnitt in der Vergrößerung. Blech, das gerissen ist. Und daneben gutes Tiefziehblech. Bleche wie diese. Acht Arbeitsvorgänge in einer Stufenpresse. Und die Radkappe ist fertig. Thank you.
Als Tafel ist Blech noch so weich. Aber durch Verformung wird es so stabil. Zahltag. Man weiß zwar in Wolfsburg, wie viel in die Lohntüten gesteckt wird, aber natürlich nie genau, wohin die letzte Mark wandert. Das Geld macht kleine Sprünge zur Theke und zum Markt. Und es macht große Sprünge zu einem Motorrad und zu einer neuen Wohnung. Das ist schon ein sehr großer Sprung, aber wohl immer ein glücklicher Sprung. Selten wurde irgendwo so stürmisch gebaut wie hier. Das große Werk baut seinen Arbeitern, das erfolgreiche Auto seinen Erbauern Wohnungen. Häuser in langen Reihen und in lockerer Würfelung. Eine neue Heimat.
Diesen Tag werden die Kinder nie vergessen. Den Umzug in die funkelnagelneue Schule. Bürger einer jungen Stadt. Kinder sind Könige des Augenblicks. Sie greifen frisch ins Leben, wie die Straßen von Wolfsburg ins weite Land. Auch das wird diesen Kindern unvergessen bleiben, wie sie ein paar Sommer lang in den Kanal springen mussten. Und dann das türkisfarbene Wasserparadies zum Geschenk erhielten. Formen das Profil auch dieser Stadt. Hier im Schwimmbad, kühn und heiter. Gegenwartsnah und ernst über den neuen Kirchen. Mächtig und schwer und traditionsbeladen am alten Wolfsburger Schloss. Zwischen Wiesen, Wasser und Wald. Die Wolfsburger Ritter sich auf ihre geschmiedete, gewölbte Eisenbrust verließen, so wissen wir wiederum, was von modernen, verformten Stahlblechen zu halten ist. Bleche werden längst nicht mehr genietet. Sie werden geschweißt. Punktgeschweißt. Tausende von Schweißpunkten halten die Karosse eines einzigen Wagens zusammen. Und man kann jedem dieser Punkte vertrauen.
Hier eine punktvertrauliche Sondervorstellung. Sehen Sie? An einem einzigen Schweißpunkt hängt eine ganze Karosse. Und wenn Sie das für einen Trick halten, es ist kein Trick. Hier ist die herausgeschnittene Schweißstelle. Unter hoher Erhitzung durch elektrische Energie werden die beiden Bleche ineinander verschmolzen. Können Sie etwas anderes entdecken als das homogene, gleichförmige Gefüge des Stahlblechs? So echt physikalisch vereinigt, als seien es niemals zwei getrennte Flächen gewesen.
stellt sich uns der jüngere Bruder des Volkswagens vor. Eine imponierende Parade von flinken Transportfahrzeugen. Scheinbar nebenbei geboren, in Wahrheit aber ein selbstständiger Produktionszweig. Und doch echte Kinder dieser wohldurchdachten Fabrik. Ein hübsches Spiel der Farben. Aber auch diese wollen erarbeitet, mit Mühe und Sorgfalt geschaffen sein. Denn auch der Lack ist einer ständigen Kontrolle unterworfen. Hier geht's auf Biegen oder Brechen. Wir sehen den widerstandsfähigen und den gerissenen Lack. Wenn diese nette Schaukel sich lange genug bewegt, ist der hier auf Härte geprüfte Lack jedem Sandsturm, jedem Wetter, Hitze und Kälte gewachsen. Aber noch ist die Haut unserer Karosse nicht wetterfest. Und es fehlt jener Glanz, in dem sich die Sonne spiegelt und das Lichterspiel der Nacht. Die Karossen wandern durch große Kammern, Sprüh- und Tauchbäder. Sie werden entfettet, chemisch gegen Rost geschützt, in Tauchlackbäder gesenkt. Sie verlassen den Tunnel. Winzige Unebenheiten werden ausgeglichen mit Ziehspachtel und durch Nachschleifen. Diese Marsmenschen übersprühen das stählerne Gehäuse mit flüssiger, spiegelnder Farbe, die schließlich in einem Ofen unter gewaltiger Hitze gebrannt wird. Nach 13 Arbeitsgängen erst ist die Karosserie fertig lackiert. In diesem Lack wird sich bald die Welt spiegeln, die der Autofahrer durcheilt. Ein Stück der Welt, die viele Besucher schickt, um dieses Werk zu bestaunen. Unter ihnen sind jene Ungeduldigen, die ihren Wagen direkt an seiner Geburtsstätte abholen. Wiedersehen, gute Fahrt. Die meisten Wagen aber werden verladen, auch Spezialtransporter zum Beispiel, die auf den großen Straßen den Käufern entgegeneilen. Oder auf die Züge der Eisenbahn, deren Schienen täglich hunderte dieser Automobile vom Versandbahnhof aus donnernd in alle Richtungen tragen.
endlose Fluss der Automobile kennt keinen Schlusspunkt. Während diese Wagen die Fabrik verlassen, gleiten in den Hallen, dem Gesetz der Serie gehorchend, unaufhörlich andere nach. Lasst uns sehen, wie endlich alles aus den Hallen zusammenfließt, von allen Seiten mündend in den großen Hauptstrom, das letzte Montageband. Die Bodenplatte. Der Motor, die Hinterachse, die Vorderachse, die Torsionsstäbe werden hydraulisch eingepresst. Der Motor wird an das Getriebe angeflanscht. Im Glanz ihres fertigen Lackes schweben die Karossen dem letzten Make-up entgegen.
Karosse schwebt von oben herab, um endlich sich mit dem Fahrgestell zu vermählen. Die Räder rollen herab. Endlich darf er die Erde berühren. Die Erde hat ihn und er hat die Erde. Die ganze weite Erde für sich. Meine Arbeitskameraden, wenn wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, zur Rückschau und Ausblick, so wahrlich nicht, um uns an stolzen Zahlen zu berauschen. Aufstieg und Erfolg verpflichten zu unverändert höchster Leistung. Aus Trümmern und Schutt ist diese wunderbare Stadt entstanden, aus dem Nichts haben wir angefangen, dieses Werk zu bauen. Denn hier, in diesem Werk, so wurde nach klarem Plan und in voller Anerkenntnis der Verantwortung und Initiative des Unternehmers wieder aufgebaut. Die Produktion in Gang gebracht, ohne den Hintergrund einer Tradition, ohne jede Garantie des Erfolges, lediglich im Vertrauen auf die überlegene Konstruktion unseres Wagens und auf das eigene Können. Nun stehen diese gewaltigen Hallen wieder, die zu den größten und schönsten Industrieanlagen Europas und der Welt gehören. Aus unklaren, skizzenhaften Anfängen wurde eine hochorganisierte Automobilfabrikation, in der aus Millionen von Teilen täglich so viele Wagen entstehen, dass dieses Werk nun an vierter Stelle der Weltrangliste steht.
Diese Fabrik ist der überzeugende Beweis, dass Einigkeit stark macht. Aber auch dafür, dass Zehntausende wie eine einzige Mannschaft ein Ganzes bilden können, ohne dass die Persönlichkeit und die Menschenwürde des Einzelnen dafür geopfert werden müssten. Man kennt uns heute in der Welt. Man spricht von uns. Man weiß, dass im Volkswagenwerk gearbeitet wird. Und man meint damit jene Art von Arbeit, die gern getan wird und nicht ohne leisen Neid bei aller Bewunderung das, was diesem Volkswagenwerk den besonderen Stil und die unvergleichliche Atmosphäre gibt. Frohe Menschen, die selbstsicher und guten Mutes sind, die Aktivität und den Elan, mit dem hier alles angepackt wird, den Stolz jedes Arbeiters auf sein Werk, das Glück der Arbeit, die Freude am Schaffen, die wunderbare Befriedigung des großen Erfolges, der hier so offenbar ist. So wurde diese Fabrik und dieser Wagen Repräsentanten deutschen Fleißes und deutschen Könnens in aller Welt. Ein Symbol harter Arbeit und frohen Schaffens. Ein Werk, in dem man nach sauren Wochen auch fröhliche Feste zu feiern versteht, wenn der Tag dafür gekommen ist. Und so feierte man in Wolfsburg den inzwischen schon längst wieder verflossenen Tag, da der millionste Nachkriegsvolkswagen vom Fließband lief. Ein großartiges Fest, zu dem viele Länder der Erde ihre Gratulanten schickten.